Einmal Daumen drücken, dass sie. Geht. Okay. Nice, es funktioniert. Ich bin sehr glücklich. So. Motor starten. Klimaanlage starten. Wie war das mit dem Bild auf oder Controller-Taste A? Schließ die Gepäckluke. Okay, welcher Unfähiger hat die Gepäckluke denn aufgelassen? Warum? Okay. Warum lässt man denn die Gepäck. Hier ist doch gar keine Gepäckluke, oder? Ist das. Ah, das ist eine Gepäckluke. Mach mal zu den Lachs. Okay. Gut. Alles klar. Warte mal, 1 bis 9. Ah, hier ist das. Okay, geil. Da gibt es halt so ein extra Untermenü. Okay. Gut, das ist natürlich nice. Wie komme ich jetzt wieder auf den normalen Screen? Das frage ich mich. Tante Blutwurst, vielen, vielen Dank für deinen neuen Sub und auch an Es ist super Grobi. Auch an dich ein Dankeschön und ein herzliches Willkommen. Okay, schließen wir mal die Türen. Jetzt weiß ich halt nur nicht. Oh, wir müssen drehen, ne? Irgendwo. Weil wir müssen wieder auf die andere Seite. Wie kann ich nochmal den Gang einstellen? Wie war das nochmal? Schließ die Gepäck. Ich habe die Gepäckluke doch geschlossen. Oh, Alter. Hä, die ist schon wieder. Okay, irgendjemand will mich hier verarschen. Ich gucke jetzt, dass die auch wirklich zugeht. So. Jetzt aber. Ist überhaupt noch jemand drin? Ich glaube nicht. So, Bremspedal drücken und dann Controller-Taste. Ah, ist aber nicht richtig, weil A gehen die Türen auf. Bild auf. Na komm. Mach was mit Bild auf. So geht's auch. Okay. Ja, dann brettern wir mal los, würde ich sagen, wa? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwo drehen. Weil wir ja, wie gesagt, eigentlich hinter uns hin müssen. Ah, okay, wir können gerade ausfahren und dann drehen, alles klar. Okay, dann machen wir das mal. Sehr schön. Ich hätte halt immer noch gern Musik. Aber wir dürfen sie halt leider nicht anmachen. Das ist echt schade, aber wir dürfen die halt echt nicht anmachen. Weil ich hätte so gerne hier Mucke dabei, ey. Das ist halt echt blöd. Was? Soll ich lesen? Vielleicht, weil du alle Türen auf eine Taste gelegt hast. Das kann natürlich sein, aber dann. Ach, da geht die Tür aber nicht automatisch auch wieder zu, ne? Okay, das ist natürlich doof. Gut, das geht schon. Passt schon, passt schon. Alles gut, ist nichts passiert. Ich meine, er hätte ja auch einfach ein bisschen Platz machen können, ja. Das kann man ja von den Leuten noch mal erwarten, ein bisschen mehr. Naja, nicht nur Respekt, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr. Na, wie sagt man? Ein bisschen mehr Verständnis für Busfahrer, ja. Das klage ich an. Okay, da können wir, hier können wir nicht. Ich lasse die einfach erstmal alle fahren. Okay, die lassen uns fahren. Oh, guck mal, der denkt ja richtig mit, der Digga. Oh, Junge, du bist ja ein richtig geiler Ehrenmann. Du bist ja ein Ehrenmann. Ehrenmann sondersgleichen. Danke. Das ist wirklich nett von dir. Ja, du hast halt eigentlich ein Stoppschild, ne? Aber passt schon. Du machst dir deine eigenen Regeln. Das ist schon okay. Das ist schon absolut in Ordnung. So. Okay, Freunde, hier bin ich. Euer liebster Lieblingsbusfahrer ist da. Guten Tag. Machen wir die Gaming-Playlist an oder von der Webseite, wo du bezahlst? Hallo! Das Problem ist, ich habe da halt keine Playlist bei der Webseite, wo ich bezahle. Das ist halt echt das Problem. Grüß dich, Tobi, eine Frage bezüglich Artikel 13, was ändert sich wegen den LPs? Ich kann dir das leider, ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht gesehen, wer das gerade gefragt hat. Ich kann dir das leider nicht beantworten. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich weiß selbst nicht, was sich jetzt ändert. Ja.
Ich kann dir das nicht sagen. Theoretisch gesehen, wenn du es richtig nimmst, sind Let's Plays nichts anderes wie... Ja, eigentlich sind Let's Plays ja nichts anderes wie Reviews. Ja? Und Reviews sollen ja nicht betroffen sein. Aber was dann am Ende vielleicht doch rausfliegt aus der ganzen Geschichte oder so, keine Ahnung. Bin da genauso ahnungslos wie eigentlich fast alle anderen auch. Ich kann es dir absolut nicht verraten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen einfach abwarten. Wie gesagt, theoretisch gesehen sind Let's Plays nichts anderes wie Reviews. Aber ich weiß es halt auch, wie gesagt, nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden abwarten müssen. Mehr können wir leider nicht machen. Mehr können wir nicht machen. Ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass man halt trotzdem einfach das weitermachen kann, was ich jetzt schon seit 2010, 2011 eigentlich schon mache. Nämlich hier zocken mit euch, schöne Abende genießen im Stream oder in den Let's Plays oder sowas. Und ja, keine Ahnung. Das wird mir schon reichen. Ja. Und ich sehe eigentlich im Moment keinen Grund, warum das nicht mehr so sein sollte. Also die Spiele-Publisher, ich glaube nicht, dass sich die Spiele-Publisher dass die Spiele-Publisher da irgendwie auch nur ansatzweise eine Riegel davor schieben. Ja, also kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Ja, weil die Spiele-Publisher die Let's Player teilweise dafür bezahlen, dass sie ihre Games zocken. Das ist eigentlich keine Vorfahrt, ne, Bruder? Also wir zum Beispiel bei der Growvanner zum Beispiel haben auch viele Videos mittlerweile von den Publishern, die bezahlt werden, Let's Tests und so weiter und so fort. Mit Produktplatzierung. Und das wäre irgendwie kontraproduktiv, wenn das jetzt plötzlich nicht mehr möglich wäre. Ja. Aber ich habe halt, also ich sag mal, das größte Problem ist einfach, glaube ich, im Moment, dass man nicht weiß, wie YouTube und Twitch sich jetzt verhalten. Ich glaube, das wird eigentlich so mit das größte Problem sein, dass man das halt nicht weiß. So, und solange man das nicht weiß und solange man da einfach noch im Regen stehen gelassen wird, ja, vielleicht wissen wahrscheinlich auch selbst nicht, was sie jetzt machen sollen. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Das heißt, abwarten. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich abschalten. Das glaube ich nicht, das wird nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich denke, einfach mal abwarten, was passieren wird. Ich denke nicht, dass es so schlimm kommt, wie man vielleicht selbst dachte oder wie man vielleicht denkt. Das glaube ich nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich. Ja, gar keine Frage. Die Gefahr ist natürlich da. So, jetzt gehen wir nach Antigua. In das kleine, beschauliche Städtchen Antigua. Ich komme! Okay, ich gehe mal ein bisschen auf die Bremse gerade. Ja, noch ein bisschen schnell. Unterwegs. Mal gucken, wir müssen gleich links. So. Ich denke auch, dass ich vielleicht ein bisschen hin bin. Die Musik ist schon längere Zeit verboten. Gedichte sagt Tobi uns ja nicht auf. Ja, eben. Also ich glaube auch nicht, dass sich für Let's Plays da so viel ändern wird. Ja, Digga, du bist gefahren. Das ist jetzt nicht meine Schuld gewesen. Da kann ich jetzt nichts, wo du hättest ja auch einfach warten können. So. Moin. Oh, ich habe auch so gesehen, Gas mit Bremse verwechselt. Lul. Hallo. musst du keine Fahrkartenkontrolle machen? Nein. Ich spiele mit längeren Pedalen, genau. Gesetze müssen also national umgesetzt werden. Ja, das Problem mit diesem müssen national umgesetzt werden. Das große Problem dabei ist halt, ich meine, das ist schon richtig, dass das umgesetzt werden muss, aber am Ende des Tages entscheidet ja nicht Deutschland, was auf YouTube landet, ja, sondern es entscheidet ja am Ende dann tatsächlich YouTube, was auf YouTube landet. Und das hat wenig mit deutschem Gesetz zu tun. Also Deutschland kann natürlich viel in den Gesetzestext schreiben. Wenn YouTube aber sagt, pass mal auf, wir filtern einfach alles raus,
wenn die YouTuber nicht, was weiß ich, mindestens 500.000 Abonnenten haben oder wenn die YouTuber nicht irgendwie ein fettes Netzwerk hinter sich haben, weil wir mit denen Lizenzen gemacht haben, wenn YouTube das macht, dann kann Deutschland so viel in den Gesetzestext schreiben, wie sie wollen. Die werden dann das in dem Fall nicht ändern. Ja? Und da kannst du dann halt auch nichts mehr machen. So, das ist halt einfach... An sich ist es cool, dass das halt noch Deutschland jetzt, sag ich mal, noch machen muss, sag ich mal. Ja, das ist schön und gut, aber im Grunde genommen interessiert das ein amerikanisches Unternehmen einen Scheißdreck, was Deutschland dann in diesen Gesetzestext reinschreibt. Die gehen halt jetzt eben nach ihren Richtlinien und nach ihren Dingen. Und die werden... Ich meine, YouTube hat ja schon einen Upload-Filter, aber die werden den wahrscheinlich noch ausbauen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Muss man mal abwarten. Was da jetzt genau passiert. Aber wie gesagt, das kann im Moment noch absolut niemand voraussagen. Ja, es kann im Moment einfach keiner voraussagen, was da jetzt noch passiert. Die Devise ist momentan abwarten. Oh, hier Berg runter gibt es direkt 90. Läuft. Darf man direkt 90 fahren, finde ich gut. Warte, bin ich hier mit dem... Ah ja, hier ist es mit dem Tempomat. Okay, cool. Ich denke auch nicht, dass YouTube da irgendwie... Wie gesagt, man muss einfach mal abwarten, was die jetzt machen werden. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, YouTube wird klein beigeben. YouTube wird sich wahrscheinlich sicherlich das Geschäftsmodell überlegen und wird da bestimmt Lizenzen hinbekommen. Wie gesagt, ich sehe, also das kleinste Problem sehe ich wirklich in Sachen Games. Ja, weil ich glaube, kein Publisher der Welt sagt mittlerweile bei Let's Plays nein. Das war mal anders. Es gab mal eine Zeit vor gut, sag mal, 7 Jahren, da wollten die Publisher nicht das unbedingt. Da ist das keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass du das Spiel Let's Playen darfst von denen. Ja, ich habe damals auch, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, ich habe mir auch Lizenzen einholen müssen, die ich dann wiederum gegen hochladen musste, weil als ich das Spiel monetarisieren wollte. Ja. Also die Videos. Mittlerweile sind die Publisher dankbar dafür, wenn deren Spiele Let's Played werden oder wenn dazu Videocontent gibt. Wenn es dazu Videocontent gibt, ja. Weil es kostenlose Werbung ist. In den meisten Fällen. Von daher, einfach mal abwarten. Wow. Wow, 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 wow. Ich vermisse so ein bisschen die Kommentare von denen, ne? Hier, wie hieß das immer? In der Zitterkiste? Ne, warte mal. Wo waren die immer drinne und haben da irgendwie Action gemacht? Linker bleib an. Beim Bus-Simulator, was war das immer? Das alte Sägewerk. Das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen. Finde ich schade, dass das hier nicht mit dabei ist. Das gute alte Sägewerk. So. Fahren wir jetzt hin nach Gardillo. Irgendwas. Sägewerk, Alter. Schön. Ramfox89, vielen Dank für deinen Resub und auch MafiaBoy80 und Mangrovin. Oder? Warte mal. Mangrovion? Ich weiß es nicht. Ist das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Danke dir auf jeden Fall für deinen fantastischen Resub. Vielen, vielen Dank. Und auch an Rainer Zufall 94. Natürlich auch ein Dankeschön. Oh, ich bin ein bisschen auf den Schotter gekommen. Da stottert der Bus gleich mal direkt. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. Caleta de Fuste. Klingt irgendwie wie ein Fußpilz. So, hier müssen wir rein. Okay, ich würde den aber gerne erstmal fahren lassen. Was passiert, wenn ich jetzt stehen bleibe? Fahr mal, Junge. Ist mir lieber, ehrlich gesagt. Okay, ist ein Audi, der hat keinen Blinker. Fahr mal. Fahr mal. Okay. Okay, danke fürs Fahren. Sehr gut. Ehrenmann. Ja, bleib halt stehen. Gute Idee. Okay, es ist echt schwierig. Hier in diesen engen Städten, in diesen engen Gassen. Lass alle Passagiere aussteigen. Oh, wir können hier stehen bleiben. Cool. Jetzt sind wir in Place, aber das ist zu still. Audi hat keinen Blinker. Ja doch, also die Audis haben schon Blinker, aber die haben halt grundsätzlich Blinkerwassermangel. Ja, das muss aufgefüllt werden. Ich mach mal hier an. Also ganz dezent im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr noch was hört. Ich hoffe doch. Hört man da noch was von den Songs? Ich weiß es nicht. So.
Mal raus mit euch. Ist schon cool, ne? Ey. Ist schon geil gemacht. Wo war denn eigentlich diese Schatzinformation? Wer hat noch hier vorhin? Oder letztes Mal haben wir so einen Schatz gefunden. Hier. Verschlossenes Versteck. Okay. Kann man hier irgendwas... Oh, wie lange steigen die denn aus? Kann ich über die Straße laufen? Kann man hier irgendwo ein Geschäft aktivieren? Irgendwas? Da vorne. Fahren zum Firmengelände zurück. Ja, ja, machen wir gleich. Switch, dankeschön für deinen Prime Sub. Dankeschön. Musik wird übertönt. Okay. Jetzt besser? Okay, aber Steakhouse Aberdeen. Nice. Okay, nochmal kurz das Langlauf. Ah, da vorne ist noch eins. Guck mal. El Capitan. Oh, da vorne ist noch eins. Da ist ja wieder Sucht. Cool. Besser. Ja, nice. So, hier ist noch das Haus Oliver. Hongkong. Moin, Digga. Hongkong Restaurant. Oh, ja. Nice. 4 von 48. Okay, hier gibt's echt viel. Eigentlich müsste man sich halt echt Zeit nehmen und hier überall mal rumlaufen, ne? Oh, ein Sprinter. Dann mal hier voll Free Climbing, was los? Fast wie bei Assassin's Creed. Entschuldigung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh bitte nicht. Bitte nicht. Nein! 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 Lass mich aus! Kann ich mich irgendwie zurücksetzen? Ach komm, leck mich doch. Kann man sich zurücksetzen lassen? Bitte ja. Sag mir, dass es dafür eine Funktion gibt, bitte. Sag mir bitte, dass ich mich irgendwie zurücksetzen kann. Ich häng wieder am Tisch fest. Ja, ist halt echt so gerade. Und die Musik passt auch wunderbar. Bitte sag mir, dass es eine Möglichkeit gibt, sich hier zurückzusetzen. Neuladen. Nein. Allgemein. Vorwärts, rückwärts gehen, Hotkey interagieren, Smartphone. Okay, es gibt halt echt keine Funktion oder was? Oh nein. Das ist doch scheiße. Die kleinste Violine der Welt. Ja, was heißt so? Das ist nicht vorgesehen. Wenn ich ein Spiel mit Free Roaming mache, muss ich damit rechnen, dass Leute sich irgendwo festbacken. Da vorne ist unser Bus. Kann man sich zum Bus irgendwie teleportieren? Voll. Werkstatt ist zurzeit deaktiviert. Ja, ist ja praktisch. Okay, pass auf, ich speichere mal. In der Hoffnung, dass wenn ich das jetzt lade, dass das Spiel uns vielleicht automatisch hier aus der Ecke rausgetaggt hat. Ja. Ich habe Hoffnung. Nee, rausspringen geht, ich kann gar nichts machen. Ich kann leider überhaupt nichts machen. Die einzige Stelle, wo man im Spiel hängen bleiben kann. Und wir haben sie gefunden. Das ist das Spannende daran. Cool. Hilf mir! Er holt sein Smartphone raus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Statt dass er mir mal hilft. Niederes Pack. Meine Fresse, Alter. Muss es in den Spielen immer Bugs geben. Erstmal das Bild twittern. Haben Sie Lizenzen? Okay. Das ist einfach schlecht programmiert. Ja, ist halt auch mein Ding. Schnellreisemodus, bitte. Wie kann ich das machen? Ja?
wie kann ich jetzt einen Schnellreisepunkt machen? Wie geht das? Haben wir keinen Schnellreisepunkt? Willst du mich jetzt verarschen, Alter? Ich kann nicht in die Firma, das geht nicht. Es geht nicht, ich kann da nicht drauf drücken. Warum habe ich dann eine Schnellreisefunktion, wenn ich sie nicht nutzen kann? Das ist doch Schwachsinn. Boah, regt mich das schon wieder auf. Kann man. Gibt's hier eine. Nee, gibt's nicht. Ja, warte mal, ich mach mal hier. Ich mach mal laden. Ist hier ein Autosave? Ah, jo, Tatsache. Ich lade den einfach mal, komm. Naja, während dem Auftrag geht's. Ich habe oben rechts auf den Button gedrückt. Dann kommt auch das Büro, aber man kann es scheinbar während dem Auftrag nicht machen. Ach, scheiße, Mann. Da ist echt zum Kotzen. Oh, nice. Boah, Gott sei Dank, wir haben ein Autosave hier hinten gehabt. Huh! Ja, moin. Ich bin raus. Tschüss. Ich bin raus. Tschüss. Mach zu. Ich bin da mal raus. So, Klimaanlage einschalten. Bremspedal drücken. Bild auf für den Gang. Hey, Bild auf für den Gang. Weißt du, was wir lösen? Und tschüss. Ich bin da mal weg. Ich werde in dem Spiel nie wieder irgendwas erkunden. Mark my fucking words. Boys and girls. Oh, ein schönes Hotel da oben, ne? Fahren zu 5 Minuten. Okay. Hier kommt nichts, hier kommt auch nichts. Da kommt. Doch, da kommt einer. Okay, wie wir mal diese engen Straßen hier, diese Kurven nehmen. Ohne dass man irgendwas kaputt macht. Das ist echt schier unmöglich gefühlt. Na, mal gucken. Moin, moin. Sehr schön. Okay. Epische Halo-Musik. Ja, ist halt echt so. Ja, komm, Brudi, gib Gas da vorne. Wenn du schon einfach abbiegst, obwohl ich da komme, muss er halt auch Gas geben jetzt. Was ist denn jetzt los? Oh. Okay, ich verstehe, warum er gebremst hat. das war knapp. Avatos 89, vielen, vielen Dank. Danke für deinen Prime-Sub. Thank you, thank you, thank you. So. Oh, ich glaube, ich habe falsch geblinkt. Egal.